der LKW und eine Reihe Betonblöcke, die sogenannten Nizzasteine. Sie sollen uns vor LKW-Anschlägen schützen. Jetzt treffen LKW und Betonpoller kontrolliert zusammen. Erstmals in Deutschland testet die Umschau, ob uns diese Steine wirklich schützen. Stockholm am vergangenen Freitag. Wieder wird ein Albtraum wahr. Ein Terrorist jagt mit einem LKW durch die Fußgängerzone. 4 Menschen sterben. Der Vorfall zeigt erneut die tödlichen Gefahren von LKW-Attentaten. Wie zuvor schon in Nizza, mit 84 Toten. Und am Berliner Breitscheidplatz mit 11 Toten. Wie können solche Amokfahrten verhindert werden? Als ziemlich sicher gelten diese fest verbauten Fahrzeugsperren. Hier ein Crashtest-Video eines Herstellers. Sie schaffen es meist zuverlässig, die heranrasenden LKW zu stoppen. Doch sie sind teuer und nur aufwendig zu installieren. Für Großereignisse und Veranstaltungen sind sie deshalb kaum geeignet. Das Crashtest-Center der DK in Neumünster bei Hamburg. Hier will die Umschau herausfinden, ob auch diese mobilen Antiterrorsteine Sicherheit bringen. Wir bauen eine Betonsperre, wie sie bei Volksfesten und Märkten üblich ist. Wir verwenden Steine mit 2,4 Tonnen Gewicht, die schwersten, die es in Deutschland gibt. Unser LKW wird auf 10 Tonnen Gesamtgewicht beladen. Ein Stahlseil im Boden wird ihn gleich auf 50 km/h beschleunigen. Ob ihn die Steine aufhalten können, das fragen sich auch diese Herren. Sie sind Produzenten und Verkäufer solcher Betonsperren. Bis dato sind uns keine Tests in Deutschland bekannt oder auch in Europa. Es kann sein, dass sich der Einstieg bzw. der Betonpoller mit der Achse, mit dem Reifen verhängt und dadurch blockiert und dadurch das Fahrzeug zum Stehen gebracht wird. Kann natürlich auch sein. Wissen wir nicht, wissen wir nach dem Versuch. Bisher weiß niemand, wie sicher die Betonblocks sind. Trotzdem werden sie flächendeckend eingesetzt, wie hier in Magdeburg zum Weihnachtsmarkt. Oder in Erfurt. In Leipzig. Und in Dresden. Zum Tag der Deutschen Einheit 2016 wird hier die halbe Stadt verpollert. Die Kosten allein für die Betonblöcke 80.000 Euro. Dabei sind die Steine eigentlich nur eine Notlösung. Sie werden in mehreren Werken hergestellt, unter anderem hier bei der Firma Nordmineral in Dresden. Ursprünglich wurden daraus Trennwände gebaut. Nach dem Anschlag von Nizza entdecken die Behörden die Steine dann als LKW-Sperren. Und diese sollen die Fahrzeuge aufhalten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch aufhalten, dass sie ein relativ hohes Gleitgewicht haben durch die Größe der Auflagefläche und die Masse, die sie mitbringen. Zurück in Neumünster. Hier beginnt jetzt unser Test. Im ersten Versuch wird der LKW frontal auf die Absperrung fahren. Auch die angereisten Hersteller solcher Steine sind gespannt. Fast mühelos schiebt der LKW die Steine zur Seite. Er rast fast ungebremst weiter. Erst die Absperrung 25 Meter weiter bringt ihn zum Stehen. Sonst wäre er noch mindestens 50 Meter weiter gefahren. Die Zeitlupe zeigt, die Blöcke reißen dem LKW die Vorderräder weg. Lenken und beschleunigen könnte der Fahrer jetzt nicht mehr. Doch die Energie des Lasters ist so hoch, dass die Steine ihn nicht aufhalten können. Und das bei nur 50 km/h. Es gibt hier lediglich ein paar Betonabplatzungen hier in dem Bereich, wo er angeprallt ist. Aber ansonsten ist der ganze Betonblock eigentlich noch gut intakt. Das spricht auch wieder dafür, dass die Betonblöcke selber nicht viel aufhalten. Das zeigt auch dieser Crashtest aus dem Internet mit einem Bus.
Er ist durch die erste Sperre bereits gebremst. Trotzdem durchbricht er frontal auch die Betonabsperrung. Das Problem: Auf Volksfesten wie hier auf dem Domplatz in Erfurt ist meist kaum Platz. Die Antiterrorsperren können deshalb nur wenige Meter neben den Buden aufgebaut werden. Trotz Betonpoller hätte der LKW den Erfurter Domplatz bis fast zur Mitte erwischt. Auf dem Dresdner Altmarkt wäre er sogar fast über den gesamten Platz gerast. Das Fahrzeug hat sich die Achsen weggerissen, sodass das Fahrzeug blockiert hat, also nicht mehr fahrbereit war. Es hat dazu geführt, dass das Fahrzeug ein bisschen verzögert hat, aber er ist doch noch relativ schnell weitergefahren. Die Aufhaltewirkung ist relativ gering. Zweiter Versuch. Diesmal verkleinern wir den Abstand zwischen den Steinen. Mit einem zweiten LKW fahren wir schräg auf die Blöcke, wieder mit 50 Kilometern pro Stunde. Wir hoffen ja, dass der LKW sich an diesem Element die Vorderachse so zerstört, dann die restlichen drei Elemente mit aufnimmt, dass das Fahrzeug hoffentlich nicht durchbricht und zum Stillstand kommt. Das hoffen auch die Hersteller solcher Steine, sonst wäre ihr Geschäft mit den Blöcken in Gefahr. Ich kann mir vorstellen, das Fahrzeug wird jetzt abgelenkt, so wie es die Vorgabe ist, durch die Schläuche. Und dann müssen wir sehen, wie viel Geschwindigkeit nach der Umlenkung oder Ablenkung hat das Fahrzeug dann noch. Der LKW schiebt die Steine einfach zur Seite. Er wird dabei zwar abgelenkt, aber kaum gebremst. Er durchbricht dann die Absperrung des Testgeländes und nimmt eine der Kameras mit. Das war so nicht geplant. Der Grund wird schnell klar. Der feste Rahmen des LKW hat die Steine einfach weggeschoben. Am steifsten Punkt treffen wir ihn. Und zwar sehen wir das ja auch. Da. Dann ist es wie wenn wir Billard spielen. So ist es. Wir schieben genau. Eben den Poller an. Ja. Und das war's. Genau das ist es. Das ist ja der beste Hand. Das ist ja das Kräftigste am Ganzen. Ja. Erst die zweite Absperrung hat den LKW gestoppt. Die Antiterrorsteine haben in dieser Anordnung nicht einmal die Achsen zerstört, wie im ersten Versuch. Das sind Energien, die nicht also bekannt sind. Und die zwei Elemente haben im Endeffekt gar nichts für die Aufhaltung auf die Wirkung getan. Es war nur das 2,5-Tonnen-Element, das es vor sich hergeschoben hat. Und da haben wir eben wieder diesen Billard-Effekt. Genau, und wenn es einmal rutscht, dann rutscht es. Und dabei können sogar die tonnenschweren Steine zum tödlichen Geschoss werden. Denn der LKW schleudert sie meterweit mit. Ja, man muss realistisch sein, dass, was wir hier auch wieder gesehen haben und auch im Vortest, dass das eigentlich nur ein reiner Placebo-Effekt ist. Dass es optisch etwas darstellt, aber im Falle des Falles eben eigentlich noch eine größere Gefahr darstellt. Auch für die DEKRA ist das Ergebnis überraschend eindeutig. Die Antiterrorsperre hat versagt. Sie ist wahrscheinlich mehr so eine Kopfsache. Eine Beruhigung für den Besucher, dass man sieht, es wird was getan. Aber wenn dann wirklich jemand etwas abgesehen hat, dann bringt es auch nicht viel. Die Umschau möchte die Aufnahmen den Behörden in Erfurt, Magdeburg und Dresden zeigen, wo die Steine bisher eingesetzt wurden. Doch außer der Polizei in Dresden ist niemand bereit, sich die Bilder anzuschauen. Hier ist auch die Idee entstanden, überhaupt Betonsteine einzusetzen, nämlich zum Tag der Deutschen Einheit 2016. Überrascht Sie das? Wir hatten diese Option bei uns in der Einsatzplanung durchaus im Blick, dass es passieren kann, dass ein LKW durchbricht, in der Annahme, dass er dann nicht mehr fahrfähig sein würde. Das ist hier offensichtlich eingetreten. Natürlich in dieser Versuchskonstellation ist es beeindruckend, mit welch hoher Geschwindigkeit der LKW ausläuft.
Die Stadt Magdeburg teilt mit, man habe die Steine nach einer Spontaneinschätzung bisher als sinnvoll erachtet und zur Absicherung eingesetzt. Wenn es jetzt weitere, stärker belastbare Erkenntnisse gibt, umso besser. Wir werden diese für die Zukunft berücksichtigen. Die Stadt Erfurt hat nicht einmal auf unsere schriftliche Anfrage reagiert. Jetzt sind neue Ideen gefragt. Nur Steinblöcke hinzulegen reicht jedenfalls nicht. Sonst kann ein Terrorist ganz einfach Billard spielen. Mit einem LKW und tonnenschweren Steinen. Und mit dem Leben von Volksfestbesuchern.